Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein kleines Rezept für euch, ein Rezept für einen Schokoladenpudding. Das ist eine Alternative zum herkömmlichen Schokoladenpudding mit Kuhmilch, aber auch eine Alternative zur veganen Variante mit Pflanzenmilch. Dieses Rezept habe ich in den letzten Jahren schon sehr oft für meine Jungs zubereitet und sie haben diese Alternative, diesen Schokoladenpudding in den letzten Jahren sehr zu lieben gelernt. Ihr findet übrigens Varianten von diesem Pudding auch in meinen beiden E-Books, Sprossen ziehen leicht gemacht, aber auch gesund grün essen. Die E-Books sind unten in der Infobox verlinkt. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Rezept und danach schauen wir uns nochmal an, wie dieses Rezept bezüglich der Lebensmittelkombination einzuordnen ist. Das sind die Hauptzutaten für den Schokopudding. Ihr seht, die Hauptzutat ist Banane. Ich habe hier schon 4 geschälte reife Bananen. Die 5. Banane habe ich mal noch ungeschält gelassen, um euch zu zeigen, in welchem Reifestadium wir die Bananen essen. Ihr seht, die Banane hat schon braune Punkte und braune Stellen ausgebildet. Das zeigt, dass die Banane die Stärke schon in reichlich Fruchtzucker umgewandelt hat. Die meisten Menschen essen die Bananen halb reif, also wenn die Banane noch keine braunen Stellen hat und zum Teil auch noch an den Enden grün aussieht. Also wir essen die Bananen immer reif und der Vorteil an richtig reifen Bananen, gerade wenn man sie für Rezepte verwendet, ist, dass man nicht extra Süßungsmittel benötigt. Die zweite Hauptzutat seht ihr hier, das ist Karo-Pulver. Und Karo-Pulver wird aus den Schoten des Johannesbrotbaumes, den Johannesbrotschoten bzw. Karobschoten, hergestellt. Dieses Pulver kann man gut als Kakaoersatz verwenden, auch wenn es doch einen eigenen Geschmack hat und nicht genau wie Kakao schmeckt. Der Vorteil an Karob ist zum einen, dass es eine leichte Süße mitbringt, dass man also weniger Süßungsmittel verwenden kann. Es hat auch eine karamellige Note und dass es im Gegensatz zum Kakao kein Theobromin enthält, was auf Menschen, auf das Nervensystem anregend wirken kann. Also Karob ist ein guter Ersatz, gerade auch für Kinder. Da meine Jungs aber den Schokogeschmack lieben, habe ich hier auch noch ein bisschen Kakaopulver, aber ihr seht viel weniger. Das ist 1 Esslöffel Kakaopulver und hier 3 Esslöffel Karobpulver. Neben Bananen und Karob und Kakao gibt es noch 3 weitere Zutaten. Hier seht ihr 2 Gewürze. 1 Teelöffel Zimt und 1/4 Teelöffel Vanillepulver. Und die letzte Zutat, das ist eine Geheimzutat, das ist 1 Teelöffel Grassaftpulver. Also ein Pulver, nicht einfach aus Gras wie Gerstengraspulver oder Weizengraspulver, sondern das ist getrockneter Grassaft. Also ein sehr hochkonzentriertes, sehr nährstoffreiches, sehr chlorophyllhaltiges Pulver. Und alle Zutaten gebe ich jetzt in einen Mixer. Die Bananen breche ich noch in kleinere Stücke und dann mixe ich alles zu einem cremigen Dessert, zu einem cremigen Pudding. Zum Mixen verwende ich einen kleinen Mixer, mit dem man zum Beispiel auch Dips und Soßen und Dressings, aber auch kleine Desserts einwandfrei mixen kann. In wenigen Sekunden ist der Schokopudding gemixt. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer Gabel fein drücken und dann alles miteinander vermischen. Meine Jungs mögen es wirklich gern sehr fein, so Pudding-Konsistenz. Deswegen bin ich dazu übergegangen, dass dieses Dessert oder diesen Schokopudding öfters zu mixen. Fertig ist der Schokopudding und jetzt gibt es noch etwas Deko. So sieht der fertig dekorierte Schokopudding aus. Ihr seht, es ist recht einfach gehalten. Wenn ich jetzt noch mit Blüten und Goji-Bären anfangen würde, das so schön bunt zu dekorieren, würden es meine Jungs nicht essen. Ich bin da wirklich recht pragmatisch geworden. Mein ältester Sohn liebt diesen Schokopudding mit Maulbeerstücken und mein jüngster liebt seinen Schokopudding mit getrockneten Buchweizensprossen. Die Buchweizensprossen lassen sich sehr einfach herstellen. Einfach keimfähigen, geschälten Buchweizen nehmen, eine halbe Stunde in Wasser einweichen, dann diesen Buchweizen gründlich spülen. Er schleimt recht stark und das Ganze 2 bis 3 Tage ankeimen lassen, morgens und abends mit frischem Wasser spülen und dann diese Buchweizensprossen im Dürrgerät trocknen. Ich bereite da immer eine recht große Menge zu und diese getrockneten Sprossen lassen sich gut in großen Gläsern aufbewahren.
Ich beschäftige mich angeregt durch liebe Freunde auch seit einiger Zeit mit guter Lebensmittelkombination und wir schauen uns gleich mal dieses Dessert, diesen Schokopudding mit seiner Deko an, unter welcher Kategorie diese Kombination fällt. Wir haben in unserer Küche ein wunderbares Plakat hängen mit Lebensmittelkombinationen, herausgebracht von den Rohkostlingen und Bruno Weißbrot. Dieses Plakat ist Teil des Lebensmittelkombinationskurses für Fortgeschrittene. Und wir schauen gleich mal, wie wir unser Dessert einordnen können. Alle Lebensmittel sind für diesen Kurs in Kategorien eingeteilt und unter süße Früchte, hier ist die Kategorie, stehen zum Beispiel Feigen, Datteln, Bananen, Papaya, Karob, Honig und Blütenpollen. Und die Hauptzutaten unseres Schokopuddings sind ja Bananen und Karob, also die gehören zu einer Lebensmittelkategorie, ist also auch eine perfekte Kombination, da man süße Früchte und süße Früchte gut kombinieren kann. Das zeigt hier dieses grüne Häkchen. Welche Zutaten habe ich für diesen Schokopudding noch verwendet? Kakao war dabei. Für Kakao gibt es hier noch keine Kategorie, beziehungsweise ist der Kakao hier noch nicht eingeordnet worden. Das soll aber in naher Zukunft geschehen. Dann wird der Kakao auch mit eingearbeitet sein. Und dann kann man auch schauen, mit was der Kakao gut verträglich ist. Da waren noch Gewürze dabei, etwas Zimt und Vanille. Gewürze sind hier, soweit ich sehen kann, auch noch nicht dabei. Und wir hatten noch Grassaftpulver. Und es gibt auf alle Fälle eine Sparte Blattgemüse und Blüten, Blattgemüse bitter, das ist grün. Hier geht es zwar um frische Lebensmittel, aber ich schätze, dass man die getrocknete Variante auch so behandeln kann wie die frische Variante. Und hier seht, das sind die beiden Tabellen, Blattgemüse, Blüten, Blattgemüse, bitter und alles. Man kann alles damit kombinieren und alles ist eine gute Kombination, beziehungsweise das Blau ist auch eine super Kombination. Und wenn wir sehen, grün mit süßen Früchten, da sehen wir hier zwei grüne Häkchen. Also ist dieses Rezept wirklich eine gute Kombination, die man auch öfters essen kann. Was ich euch jetzt alles erzählt habe, bezog sich auf den Schokopudding mit Maulbeeren. Das waren getrocknete Maulbeeren, Trockenfrüchte und die gehören zu den süßen Früchten. Wie sieht es mit dem Schokopudding mit den Buchweizensprossen aus. Hier nach dieser Tabelle, nach diesem Poster, wird der Buchweizen zu den stärkehaltigen Körnern eingeordnet. Dann haben wir hier drüben die süßen Früchte und jetzt gehen wir mal rüber. Hier sind die ganzen Früchte, weniger sauren Früchte, jetzt kommt hier Gemüse und hier sind wir bei stärkehaltigem Gemüse und bei stärkehaltigen Körnern. Und da seht ihr, hier ist ein gelbes Schild. Und was bedeutet gelb? Das ist eine mäßige Kombination. Das heißt, diesen Schokopudding, den ich euch hier in diesem Video gezeigt habe, kann man wunderbar mit Trockenfrüchten, mit Maulbeeren oder auch mit Feigenstücken dekorieren. Wenn dann aber stärkehaltige Körner dazu kommen, wie Buchweizensprossen, dann ist das nur eine mäßige Kombination und sollte nur ab und zu genossen werden. So Jungs, dann greift mal zu, euer Daumen Dessert hoch. Ist fertig. Daumen hoch. Zwei. Und? Schön knusprig. Pudding. Ne? Pudding. Schokopudding, mal ganz anders. Und? Ich find's gut. Du findest gut. Ich auch. Dann lass es schmecken. Der Schokoladenpudding in Kombination mit den Maulbeeren ist also eine gute Lebensmittelkombination und kann regelmäßig gegessen werden. Während der Schokoladenpudding mit den stärkehaltigen Körnern, den Buchweizensprossen, eine mäßige Lebensmittelkombination ist und nur ab und zu genossen werden sollte. Wie sieht es denn bezüglich der Lebensmittelkombination und einem Schokoladenpudding aus, der mit Kuhmilch hergestellt wurde? Die Kuhmilch zählt genauso wie Fisch, Fleisch und Eier zu den Proteinen. Und es gibt auf meinem Plakat auch eine Kategorie Proteine. Wenn man dann mal schaut, Proteine und süße Früchte bzw. Zucker, die süßen Früchte stehen dafür Zucker, dann sieht man, dass Eiweiß und Zucker eine schlechte Lebensmittelkombination ist und diese sollte eher selten oder überhaupt nicht konsumiert werden. Die Lebensmittelkombination bzw. günstig oder schlecht kombiniert, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich schon mal freuen. Ich werde diese Woche ein Interview veröffentlichen mit dem Carlos von den Rohkostlingen. Die haben jetzt mit Bruno Weißbrot einen ganz, ganz tollen Lebensmittelkombinationskurs für Fortgeschrittene herausgebracht. Wirklich, da steckt so viel Expertenwissen drin. Und ich habe mich mit dem Carlos unterhalten und wir gehen auch auf
die schlechteste Lebensmittelkombination ein oder den größten Fehler der Lebensmittelkombination, die schlechteste Kombination, die viele Menschen, die sich konventionell ernähren, machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von diesem Rezept, welches ich euch vorgestellt habe, beziehungsweise auch von den Lebensmittelkombinationen? Das würde mich auf alle Fälle interessieren. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, eure Silke.